Ah, jetzt haben wir das Schleimer wenigstens. Oh ja, jetzt haben wir den Schleim wenigstens an. Returner ist da weg. Jetzt sammeln sie den Schleim ein. Gut so. Und wisst ihr was? Hier. Wenn es anders gerade nicht geht, muss es so gemacht werden. Ist halt leider echt so. Jetzt haben wir durchgängig halt diesen gelben Rand, aber fuck that. Ich könnte auch einfach den Ziegel zerlegen. Könnte es auch mal irgendwann machen. Uff, die müssen mal dringend gereinigt werden. Wasser hält sich knapp, Sehr knapp. Ansonsten, ja, okay, Turner tut weiter da. Ne, nicht, dass du noch stirbst, Turner. Ja, genau, das meine ich jetzt nämlich gerade. Jetzt tue ich nämlich gerade verrecken da drinne. Ich habe noch keine Krankenstation. Aber, wie ich sehe, haben sie hier oben unser Schleimproblem gelöst. Was ich schön finde. Geht da beide raus, damit ich euch beide... Nein, Gosman, raus da. Ich euch einsperren kann. Nein. Okay, du hast wenigstens noch... Er hat den Matschriegel gerettet, okay. Hier, 1, 2, 3, 4. Sperrt ihn doch nicht ein. Warum sammeln die das da immer noch auf? Achso, da kann. Da, also bei sowas kann er durch. Okay. Aber warum gehen die da jetzt noch aufsammeln? Verstehe ich nicht. Ich meine. Warum gehen die da essen? Warum? Kühl oder was? 29 Grad, Tatsache. Naja, den muss ich jetzt noch da versetzen. Gasleitung. Mach mich fertig, ne? Die machen mich fertig. Echt, ey. Holen die sich hier einfach ein. Das ist unmöglich. Ah, Gott, ey. Dabei wollte ich da nur eine Krankenstation ins reinbasteln, damit wenigstens die Leute, die die Schleimlunge haben, sich da reinlegen können. So eine ganze Scheiße, ey. Uff. Stehe halt null, warum die das machen. Ich meine, ist schon gut, dass dann hier alles weg ist. Aber, ja. Na? Füllt die beiden mal. Wehe, ihr baut euch da jetzt ein. Uff, ey. Hacke ich euch ein Bein ab.
Jetzt können sie sich nicht mal einbauen. Um ehrlich zu sein, ich weiß nicht, wie groß ich... Uff, das ist falsch, was ich hier baue. Gosman ist. Hallo? Leute, da ist jemand von euch begraben. Könnt ihr den bitte freihauen? Danke. Ja, die Mainleiter wird immer weiter rangezogen hier. Das Schöne ist halt dadurch, gerade dadurch, dass ich ja, alles mit so hoher Priorität machen lasse, wird das jetzt alles schnell fertig gemacht. Was ich dann doch in dem Moment ganz gut finde. Von einem Arzt in einem Krankenhaus behandeln lassen. Ja, jetzt die Frage, haben wir überhaupt Ärzte? Linie, ne? Krankenstation nutzen. War noch jemanden, der da unten auf. Gönnung. Mal, ne, wie das hier weiterläuft. Das werden wir alle sehen. Oh Gott, ey. Mir wird tatsächlich gerade ein bisschen warm, ey. Warum haben wir es eigentlich gerade mal im Zimmer? 26 Grad nur. Mir wird verdammt warm. Hm. Ja. Neue Kupferzeugnisse? Ja, Kupfer, das nehmen wir doch gerne. Ja, und gucken, sie duschen auch. Wasser wird immer weniger. Das tut weh. Was? Ich riskiere es. Ich riskiere es. Mit dem ganz heißen Wasser. Das Schöne ist, ich kann das einfach direkt in den Filter reinkicken lassen, dann wird das eh wieder hier rauskommen. Also erstmal so. Also können wir jetzt erstmal so machen. Ist es hier soweit fertig? Ja. Wird dann da zerlegen. Und dann hoffe ich mal, dass hier auf jeden Fall das Wasser besser rauskommt. Also, dass wir da auf jeden Fall erstmal eine fette Produktion haben. Das Ding muss auf jeden Fall weiter analysiert werden. Ich hoffe erstmal, dass da die ganzen Bakterien auch irgendwie verschwinden. Hier sind sie jetzt langsam weg. Da wird immer weniger, was ich sehr, sehr, sehr feier.
Warum die Dinger nicht Rohr blockiert. Ah, der Filter hat wahrscheinlich keine. Kein Sand mehr. Ja. Ja, die pennen erstmal. Damit hier das auch mal wegkommt. Ja. Ja. Der Filter pumpt ja Wasser direkt raus. Das ist ja ganz schön. Und falls da Schmutzwasser reinkommt, filtert er es direkt. Was an sich eine nette Angelegenheit ist. Ja. Rohrblöcke. Ja. Fuck, ne? Oh! Nein, stopp, halt. Was habe ich da gemacht? Deswegen ging das mit dem Wasser nicht höher. Uff. Ja. So, machen wir jetzt hier weiter. Stationen. Nee, Medizin. Gucken wir erstmal. Krankenstation. Krankenbett, Toilette, Kantinentisch. Krankenbett, Toilette, Kantinentisch. Können im Krankenbett innerhalb einer Krankenstation zugewiesen werden. Ja, machen wir das mal. Machen wir nämlich erst gar nicht das Krankenhaus, sondern machen wir ein Krankenbett. Ein wo ist er? Möbel, ne? Hä? War der nicht hier? Kantinentisch? War doch irgendwo hier. Möbel. Wo ist denn der? Kantinentisch. Da. Kantinentisch. Und eine Toilette, die wir natürlich hier mit anschließen können direkt. Was natürlich auch schön ist. Das wird natürlich über eine Rohrbrücke wieder gemacht. Upsa. Das kann ich so direkt machen. Ich meine, das Wassersystem hier muss ich generell irgendwann umbauen. So. Und ich sehe noch was ich ändern kann. Baut! Meine Sklaven, baut! Überladungsschaden! Passiert halt. Mein Gott. Überladungsschaden, der... Ja. Meine Fresse. Ich muss... Leute, das ist ein Krankenzimmer, ne? Soll auch ein Krankenzimmer sein. Werden, bleiben. Keine Ahnung. Uff. Gar keiner ist dafür qualifiziert. Machen wir auf 70, weil die bei mir eh alle momentan healthy as fuck sind.